Hereinspaziert, hereinspaziert ins Jahrhundert des Kabaretts. Die neue Muse kommt aus Paris. Künstlerkabarets sind am Montmartre längst etabliert. In Deutschland gibt's nur Tingeltangel im Varieté. Doch nun soll nach französischem Vorbild ein Kabarett her. Ein Brettel gegen die da oben. Das Pariser Erfolgsrezept sind aufmüpfig freche Chansons. Die deutschen Dichter sind davon begeistert. Konzeptionen haben viele, aber so schnell schießen die Preußen nicht. Man streitet um die Form. 1901 kommt Ernst Freiherr von Wollzogen in Berlin als erster zum Ziel. Eine Brettelkultur in der Weinstube ist ihm zuwider. Aristokrat Wollzogen ist Verfechter von Nietzsches Theorie vom Übermenschen. Sein Kabarett soll ein Überbrettel werden. Zur Erziehung der lieben Deutschen, zur Anmut und seelischen Leichtigkeit. Der Überbrettelbaron mietet am Alexanderplatz das Sezessionstheater. Mit Blick auf die Zensur leistet Wollzogen schon vorher Abbitte. Wir ballen nicht die Fäuste in den Taschen. Wir wandeln frank und frei im hellen Tag. Und wenn wir knechtisch nicht nach Beifall haschen, der starke Herr uns umso lieber mag. Die preußische Monarchie feiert am 18. Januar 1901 ihr 200. Jubiläum. An diesem denkwürdigen Tag hat Wollzogens buntes Theater Premiere. Für sein Ensemble führt der Übervater eine Hausordnung ein. Die Sitten werden vor und hinter der Bühne gewahrt. Dekoration und Kostüme sind im Stil des Biedermeiers. Das Überbrettel unterhält mit keckem Tralala und anzüglichen Ehewitzchen. Ringel, Ringel, Rosenkranz, ich tanze mit meiner Frau. Wir tanzen um den Rosenbusch, Kling, Klang, Glorybusch. Ich dreh mich wie ein Pfau. Zwar habe ich kein so schönes Rad, doch bin ich sehr verliebt und springe wie ein Firlefink, dieweil es gar kein lieber Ding als wie die meine gibt. Die Zeitungen berichten vom sensationellen Erfolg dieses Singsangs. Der lustige Ehemann wird ein Gassenhauer. Die Herren im Frack summen es, die Schusterjungen pfeifen es und in den Hinterhöfen dudeln es die Leierkastenmänner. Das Lied vom lustigen Ehemann. Bald kann Wollzogen sein eigenes Theater eröffnen. In München schläft man nicht. Die Bohème der Kunststadt probt den Widerstand. Man wehrt sich gegen die Lex Heinze. Dieser Saubermann-Paragraph soll die Verletzung von Scham- und Sittengefühlen unter Strafe stellen. Bei den Protestaktionen richten die 11 Scharfrichter zum ersten Mal. Erbauer tragt der schwarze Block, wir richten scharf und herzlich. Blutrotes Herz, blutroter Rock, all unsere Lust ist schmerzlich. Wer mit dem Tag verfeindet ist, wird blutig exekiert. Wer mit dem Tod befreundet ist, mit Sang und Kranz geziert. Der Dichter Frank Wedekind gehört zum Kreis der Scharfrichter. Als Dramatiker von der Zensur bekämpft, hat er sogar Hafterfahrungen wegen Majestätsbeleidigung. Bei den Hinrichtungen in der Schwabinger Kneipe zum Hirschen ist er mit Text und Gesang dabei. Hier versammeln sich die Henkersknechte seit dem 12. April 1901 allabendlich zum schauerlichen Spiel. Die Dichter und Grafiker des Satireblattes Simplicissimus prägen das Bild der Scharfrichter. Ihr Chef, der Franzose Marc Henry, bringt die Vortragskunst auf Montmartre-Niveau. Seine Freundin, Maria Delvar,
ist Star des Ensembles. Neben ihr brilliert Frank Wedekind, der Bänkelgesänge schreibt, die er auch selbst zur Laute singt. Ebenso hab vor den Staatsgewalten ich mich vorschriftsmäßig stets geduckt, auf Kommando oft das Maul gehalten und vor Anarchisten ausgespuckt. Auch wo Spitzelhorchen in Vereinen sprach ich immer harmlos wie ein Kind. Aber deshalb kann ich von den Schweinen doch nicht sagen, dass es Menschen sind. Doch nicht sagen, dass es Menschen sind. Zurück in das wilhelminische Berlin. Unter den Linden treffen sich die Bildungsbürger zur Premiere des Kabarets Schall und Rauch. Theaterdirektor Max Reinhardt suchte mit Freunden nach einem Namen für sein Kabarett. Kein Vorschlag gefiel. Nach Goethe ist Name nur Schall und Rauch. Dem geladenen Publikum verspricht man, Schall und Rauch will Laune, Spaß und stachligen Witz pflegen. Reinhardt bringt neue Facetten ins Kabarettgeschehen, Parodie und Persiflage. Im Schall und Rauch spottet man über den alten Theaterbetrieb, persifliert beliebte Klassiker. Kaiser Wilhelm verlässt im Deutschen Theater seine Loge aus Protest gegen naturalistische Elendsszenen. Das Schall und Rauch reagiert mit dem Blödel-Duo Serenissimus und Kindermann, einem satirischen Angriff auf die Hohenzollern. Reinhards Brettl ist ein Spaß für Insider. Doch die Zensur wacht überall. Als das Wort Popo auf der Bühne ausgesprochen wird, folgt prompt eine Geldstrafe. Aus Reinhards Ensemble spalten sich die bösen Buben Meinhard und Bernauer ab. Ihr Konzept à la Reinhard nutzt sich schnell ab. Anarchist Erich Mühsam hat mit Schüttelreimen Erfolg. Die Männer, welche Wert auf Weiber legen, tun dieses leider meist der Leiber wegen. Die Dichter entdecken die Brettlbühne für sich. Bald gibt es über 40 solcher Poetenbrettel. Die Rote Dogge des Simplicissimus in München. Die Satirezeitschrift leiht der berühmtesten deutschen Kabarettkneipe ihr Wahrzeichen und ihren Namen. 1903 bekommt die Wirtin Kathi Kobus die Konzession. Bei ihr versammeln sich die Dichter der Brettelszene. Im Simpel wird gebänkelt und gefeiert. Ringelnatz als Scheich beim Faschingsfest. Der sächsische Seemann Joachim Ringelnatz stößt 1909 zur Simpel-Familie. Er wird Hausautor. Mitternacht ist längst im Bette, liegt der Spießer steif und tot. Ja, dann winkt das traulich nette Simpel glasglühmorgenrot. Und mich zieht's mit Geisterhänden, ob ich will, ob nicht, ich muss. Nach den bildgeschmückten Wänden in den Simplicissimus. In Berlin hat Kabarettgründer Wolzogen schon längst das Handtuch geschmissen. Dem Kabarett wird das Ende prophezeit. Gelangweilt singt er müd und matt, weil er die trübe Ahnung hat, dass es mit 1903 ist mit den Kabarets vorbei. Das Poetenbrettel ist passé. Der Kommerz zieht ein. Das Großstadtkabarett kommt in Mode. Der elegante Kleinkunstsalon. Paul Schneider-Dunker und Rudolf Nelson geben im Berliner Nachtleben den Ton an. Im Roland von Berlin amüsiert sich Geldadel und Aristokratie. Hier trifft Rudolf Nelson mit seiner Musik den Geschmack des exklusiven Publikums. Das Lied vom Ladenmädel mit seiner frivolen Botschaft wird sogar das Lieblingslied des Kronprinzen. Kamen die Spitzen, die Kleider und dann die Chiffons voller Flieh. Dann kamen der Zug und so weiter und dann kam sie. Dieses Lied komponierte ich 1904 bei der Gründung des Kabarets, das ich mit Paul Schneider-Dunker gründete. Roland von Berlin. Ich wurde kurz darauf eingeladen vom Fürstenberg, Donaueschingen,
wo ich ein bisschen musizieren sollte. Und als hoher Gast wurde Kaiser Wilhelm gebeten. Und er ließ sich von mir dieses Lied in der Tat fünfmal vorspielen. Im Roland von Berlin stellt sich eine junge Provinzschauspielerin vor. Über Nacht hat Berlin einen neuen Stern, Claire Waldoff. Wenn ich durch die Straßen geh, ach, so mancherlei seh, süße Mädels, holde Frauen, Gott, wie Himmel ist anzuschauen, kleine Enten. Sie verkörpert den Typ Berlinerin mit Herz und Schnauze. Die Ur-Berlinerin kommt aus Gelsenkirchen. Schön, sag, kann man nicht sehen. Das Schönste sind wenigen, doch so fein. Aber gerade müssen sie sein. Das Schönste sind wenigen, doch so fein. Aber gerade müssen sie sein. Privat ist die rothaarige Chansonette mit Olli Freifrau von Rödern liiert. Ein Schock für die wilhelminische Moral. Claire Waldoffs Notizbuch. Die grüne Tinte ist ein Spleen von ihr. Ständig sammelt sie Ideen für neue Lieder. Hermann Heester singt sie 1913 auf Schallplatte. Für Jahrzehnte ihr Erkennungszeichen. Claire Waldoff begeistert auch im Metropol. Wer dort auftritt, hat es geschafft. Otto Reuter, der große Volkshumorist, feiert hier mit seinen Couplets Triumphe. Die Kabarettszene ist so vielfältig wie ihre Interpreten. Geben Sie Acht auf die Pracht, wird gestohlen bei Tag und Nacht. Sind Sie mal im Lokal, hängen Sie vor sich auf im Saal. Schauen Sie dann, immer an, bleibt der Überzieher dran. Sehen Sie weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. In den Jahresrevuen des Metropol trifft weltstädtischer Showstil auf Altberliner Posse. Neben operettigem Tanz und Gesang wird in Szenen auch das Tagesgeschehen karikiert. Die Art, wie hier Pointen gesetzt werden, der aktuelle Zugriff auf Ereignisse, gibt dem Kabarett neue Impulse. Doch in den groß angelegten Kitschproduktionen bleibt die Satire sehr wohlwollend. Die Wienerin Fritzi Massari ist Publikumsliebling. Das Metropol wird ihr Sprungbrett. Sie ist für viele Jahre im Theaterleben tonangebend. Ihr Gesangsstil beeinflusst besonders die Kabarettistinnen der 20er Jahre. Die Popularität der Massari ist so groß, dass eine Zigarrenmarke nach ihr benannt wird. Der Münchner Simplicissimus hält immer noch durch. Karl Valentin müht sich lange in Vorstadtvarietés. Nach dem Auftritt in der Türkenstraße findet er Beachtung. Valentins Markenzeichen sind skurrile Sketche. Kathi Kobus Kneipenkabarett ist vielseitiger geworden. Erich Mühsam, der linke Sozialist, bringt in Schwabing seinen Revoluzzer an das Publikum. War einmal ein Revoluzzer im Zivilstand Lampenputzer, ging im Revoluzzerschritt mit den Revoluzzern mit. Und er schrie, ich Revoluzze, und die Revoluzzermütze schob er auf das linke Ohr, kam sich höchst gefährlich vor. Doch die Revoluzzer schritten mitten in der Straßenmitten, wo er sonst unverdrutzt alle Gaslaternen putzt. Putzt, putzt. Berlin 1910. Am Nollendorfplatz trifft sich die junge Dichterszene zu Lesungen. Ihre Lyrik beunruhigt, beschwört Angst. Kurt Hiller, Georg Heim, Jakob van Hoddis. Die Dichter des Expressionismus wollen ihr Publikum direkt erreichen. Das neopathetische Kabarett und später das Gnu eröffnen sie für Abenteurer des Geistes. Im Gnu trägt Georg Heim sein Gedicht Der Krieg vor. Aufgestanden ist er, welcher lange schlief. Aufgestanden unten aus Gewölben tief. In der Dämmerung steht er groß und unbekannt. Und den Mond zerdrückt er in der schwarzen Hand.
Am 28. Juni 1914 wird der österreichische Thronfolger in Sarajevo erschossen. Der Attentäter ist ein 19-jähriger Gymnasiast. Österreich gibt dem serbischen Staat die Schuld und erklärt den Krieg. In Nibelungentreue stellt sich Deutschland an die Seite von Österreich. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Der Kaiser kennt keine Parteien mehr, nur noch Deutsche. Kriegseuphorie in allen Schichten, überschäumender Nationalismus und Patriotismus. Das Kabarett stimmt in das Rachegeschrei ein, immer feste Druff. Wie umgewandelt treten alle für Kaiser und Vaterland ein. Wozu hat der Soldat den Brot? Wozu hat der Soldat den Brot? Liebes Mädchen, sei nicht weinerlich, sei doch tapfer wie dein Heinrich. Wozu hat der Soldat den Brot? Das Satireblatt Simplicissimus bringt die Titelzeile: Vergessen je wir unsere Pflicht zu hassen, so lasse Gott uns schmählich untergehen. Aus scharfen Kritikern wilhelminischer Politik sind Hurra-Patrioten geworden. Viele junge Dichter gehen freiwillig in den Krieg. In einer pathetischen Hymne ruft der Expressionist Klabund 1914 Kriegsfreiwillige vor. Monate später ist er radikaler Pazifist. In Zürich trifft er Verbündete. Auch Walter Mehring, der mit ersten expressionistischen Gedichten bekannt wird, hat Kontakte zur Züricher Szene. Das Cabaret Voltaire von Hugo Ball ist das Zentrum der Kriegsgegner. In der Züricher Spiegelgasse tritt er mit Dada-Lyrik auf, Versen, die nur noch aus Lauten bestehen. Zusammen mit Emmy Hennings wendet sich Hugo Ball 1916 klar und eindringlich gegen den Krieg. Sein Totentanz wird auf Flugblättern an der Front verteilt. So sterben wir und sterben alle Tage, weil es so gemütlich sich sterben lässt. Morgens noch in Schlaf und Traum, mittags schon dahin, abends schon zu unters im Grabe drin. Die Schlacht ist unser Freudenhaus, voll Blut ist unsere Sonne, Tod ist unser Zeichen und Losungswort. Kinder frei verlassen wir, was gehen sie uns an, wenn man sich auf uns nur verlassen kann. So morden wir und morden alle Tage unsere Kameraden im Totentanz. Bruder, reck dich auf vor mir, Bruder, deine Brust, Bruder, der du fallen und sterben musst. Und wenn sie dann noch nicht erkannt haben, dass sie durch ihre Geburt in eine Mördergrube geraten sind und dass eine Menschheit, die noch das Blut schändet, das sie vergossen hat, durch und durch aus Schufterei zusammengesetzt ist und dass es vor ihr keine Tränen gibt und gegen sie keine Hilfe, wenn sie das dann noch nicht erkannt haben, dann hol sie der Teufel! 9. November 1918. Kaiser Wilhelm dankt ab. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann ruft die Republik aus. Zusammengebrochen. Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche Republik! Noch in der gleichen Stunde proklamiert Karl Liebknecht die Freie Sozialistische Republik. Ein Rat der Volksbeauftragten übernimmt die Macht. Der Sozialdemokrat Friedrich Ebert ist Reichskanzler. Die Theater und Vergnügungslokale, die im letzten Kriegsjahr geschlossen wurden, öffnen wieder. Die Menschen stürzen sich in einen exzessiven Vergnügungstaumel.
Am Kurfürstendamm, da hocken zusammen die Leute von heute mit großem Tamtam. Brillanten mit Tanten, ein Frack mit was drin, ein Nerzpelz, ein Steinherz, ein Doppelkinn. Perlen, Perlen, es perlt der Champagner. Kokotten spotten, wer will, der kann ja fünf Braune für mich auf das Tischtuch zählen. Na, Schieber, mein Lieber? Nee, uns kann's nicht fehlen. Und wenn Millionen vor Hunger krepieren, wir wollen uns mal wieder amüsieren. Berlin ist das neue Zentrum der Dadaisten. Während im Berliner Osten noch Straßenschlachten toben, liefern sich Georges Gross und Walter Mehring ein Dada-Duell auf Nähmaschine und Schreibmaschine. Der Dadaismus bedurfte einer ganz bestimmten Konstellation, nämlich Mars im Hause der Lächerlichkeit. Und überhaupt Zufälle haben wir einfach nicht anerkannt. Wir haben überhaupt nichts anerkannt, außer jeder sich selbst. Dada amor! Vive Dada! Oberzahl! Der Spartakusaufstand wird blutig niedergeschlagen. Befehlshaber der Regierungstruppen ist der rechte Sozialdemokrat Gustav Noske. Reichskanzler Ebert wird zum Reichspräsidenten gewählt. Die Sozialdemokratie braucht die nationale Rechte als Beistand für ihre Regierung. Jeder Schuss Spartakus, ein Kostümball, Leitung Noske, Wuchermord, soziale Maske und Devise heute rot, knufft den Proletarier tot. In München ist noch eine Räterepublik an der Macht. Freikorps und Regierungstruppen nehmen im April 1919 die Stadt ein. Erich Mühsam, der mit anderen Künstlern an der Spitze stand, wird zu langjähriger Haft verurteilt. Hab ich Republik gesagt? Entschuldigen Sie das harte Wort. Sollten Sie zufällig auf der Straße was knallen hören, beruhigen Sie sich, mein Herr. Das sind bloß Gewehre. Das ist bloß Noske. Der übt sich ein bisschen mit lebende Zielscheiben, sind aber bloß Arbeiter. Als sarkastischer Taxifahrer oder Zigarettenfritze ist der Schauspieler Paul Grätz die Zugnummer von Max Reinhardts neu eröffnetem Schall und Rauch. Wenn der alte Motor wieder tankt, wenn die Räder rollen, die Weiche knackt, wenn der Dreher in die Hände spuckt, wenn der Strom den Dynamo durchzuckt. Die Vorzensur ist abgeschafft. Unter dem alten Namen Schall und Rauch gibt es Neues, Zeitsatire. Und Max Reinhardt setzt auf neue Namen, Theobald Tiger. Ein Pseudonym von Kurt Tucholsky. Der 28-Jährige kehrt als Vizefeldwebel vom Kriegsdienst aus Rumänien zurück. In diesem Mietshaus in Berlin-Schöneberg lebt Tucholsky bis 1924. Mit Reinsberg, dem Bilderbuch für Verliebte, machte sich der Dr. Jur schon vor dem Krieg als Schriftsteller einen Namen. Als Autor der Weltbühne schreibt er 1919: Es wird uns Mitarbeitern der Weltbühne der Vorwurf gemacht, wir seien nicht positiv genug. Wir können nicht zu einem Volk Ja sagen, das heute noch in einer Verfassung ist, die, wäre der Krieg zufälligerweise glücklich ausgegangen, das Schlimmste befürchten lässt. Auch Peter Panther ist Kurt Tucholsky. Für das Kabarett schreibt er keine Bänkelgesänge, sondern spritzige politische Satire. Friedrich Holländer sitzt im Schall und Rauch am Klavier und gibt sein Debüt als Komponist. Der 24-Jährige wollte zur ernsten Musik. An der Westfront führte er vor den deutschen Truppen das Operettenrepertoire seines Vaters auf und entdeckte dabei sein Showtalent. In der großen Bude, wie Reinhardts großes Schauspielhaus genannt wird, trifft der Musiker auf Kurt Tucholsky. Ich wurde also rumgeführt, literarisch, politisches Kabarett sollte gemacht werden, Schall und Rauch. Ich sagte mir, literarisch weiß ich, Kabarett ist doch das, was die Yvette Gilbert gemacht hat. Politisch ist mir auch ein Begriff. Alles drei ist zusammen, das ist so ein bisschen wie Hering mit Schlagsahne, aber hören wir mal erst zu. Nun gut, also ich wurde vorgestellt und der Erste, der sich mir vorstellte, stellte sich gleich mit fünf Namen vor. Der sagte Theobald Tiger, Peter Panther, Kurt Tucholsky, Ignaz Wobel, Kaspar Hauser. Und ich sagte mir, na also die fünf kenne ich doch aus der Schaubühne, da sind doch immer diese scharfen Artikel von diesen fünf Personen. So sieht er aus, so gemütlich, so harmlos, so wie ein Kaufmann, schließlich und endlich doch ein scharfer Mann. Also von dem Tage an nannte ich ihn Onkel, er nannte mich Onkel, um so auch nach außen hin gemütlich zu tun, was wir ja gar nicht waren. Das Kabarett wird zum Podium der Dichter. Klabund kommt zu Max Reinhardt an das Schall und Rauch. Auch Walter Mehring sucht hier nach neuen Ausdrucksformen. Ich hatte aber keine Ahnung, was ein deutsches
Chanson oder ein deutscher Song ist. Ich habe also eine neue Form mir erfinden müssen, bei der damals die Presse schrieb, nach den ersten Erzeugnissen, die ich entweder selber vortrug oder die vorgetragen wurden, Produkte einer Gehirnerweichung. Die experimentierfreudige Nachkriegsgeneration hat im Schall und Rauch ein Forum. Blandine Ebinger, Jungstar am Deutschen Theater, zeigt hier ihr Improvisationstalent. Die skandalumwitterte Anita Berber feiert ihre sexuelle Befreiung auf der Bühne. Morphium, Kokain, Alkohol. Die Berber glorifiziert ihre Laster und macht sie zum Thema ihres Tanzes. Valeska Gerd, die Schöpferin des kabarettistischen Ausdruckstanzes, zeigt im Schall und Rauch ihre Tanzparodien. Die ganze schöne Erde ist ein einziges Tanzlokal. Es tanzen Dissident und Christ, Beelzebub und Baal. Es tanzt der würdige Dozent, den Kanzstepp am Katheder. Es tanzt die Flamme, wenn sie brennt. Es tanzt ein jeder. Während Berlin im Jimmy-Fieber liegt, versucht Generallandschaftsdirektor Kapp einen Putsch. Rechte Militärs wollen die Reduzierung des Heeres nach dem Versailler Vertrag verhindern. Ein Generalstreik beendet den Putsch. Erst durch die Bedrohung schlägt der ungeliebten Republik eine kurze Sympathiewelle entgegen. Scharfes politisches Kabarett wird 1920 von einer Frau gemacht. Rosa Valetti, die Rote Rosa, eröffnet das Größenwahn im ersten Stock im Café des Westens, einem Bohème-Treff. Sie bringt einen Hauch Montmartre nach Berlin. Der Kritiker Alfred Kerr sagt von der Charakterdarstellerin: Um die Gestaltung der Valetti ist immer etwas Revolutionäres. Die Leiber, sie liegen in der Kurt Tucholsky schreibt für sie die rote Melodie. Wir Weiber, wir sind nun nichts mehr wert. General, wagt nur nicht noch einmal. Es schreien die Toten, denk an die Roten. Sieh dich vor. Hör den unterirdischen Chor. Wir rücken näher an, Kanonenmann, vom Grab. Schieb ab! Auch Holländer folgt Rosa Valetti in das Café des Westens. Für Friedrich Holländer und Blandine Ebinger wird das Größenwahn zu einer Station ihrer großen Karriere. Die Lieder vom armen Mädchen. Mit ihrem Ohre sieht der Mond mir an. Des Abends in der Kaiserallee. Mit ihrem Ohre sieht der Mond mir an. Wenn aus Geschäfte ich nach Hause gehe. In die rote Ohre hat er immer offen, wie Vater, wenn er oben so verpennt. Von dieses Ohre fühl ich mir getroffen, bis in mein tiefstes Element. Text und Musik, Friedrich Holländer. Die Verse stehen und fallen mit dem Vortrag der Ebinger, mit ihrem blassen Gesicht und dem zerbrechlichen Körper. Ein lebendes Bild von Zille, unendlich traurig und anrührend komisch. Friedrich Holländer und Blandine Ebinger sind nicht nur auf der Bühne, sondern auch privat vereint. Die beiden sind seit 1919 verheiratet und haben eine Tochter. Aus dem mich lass wie in Aquarium, sieht man mir 66 Tage sitzen und ja nicht essen. Das Künstlerpaar verlebt eine kurze, kreative Zeit miteinander. Holländer entwickelt sich zum Kabarett-Genie. Das Allround-Talent sprudelt vor wortsatirischen und musikalischen Einfällen. Die Bühnen nahe der Friedrichstraße gehen ein. Auch Max Reinhardt gibt auf. Der Berliner Westen wird in den 20er Jahren das neue Quartier des Kabaretts. Angestachelt vom Erfolg der Valetti lädt Trude Hesterberg schon im September 1921 zur Premiere in das Theater des Westens,
Im Keller eröffnet die wilde Bühne. Bei Trude Hesterberg gibt es Dekorationen, Kostüme, Verwandlung. Sie ist ein Showtalent. Das Chanson vom Theo schrieb ihr Kurt Tucholsky. Wenn ich mal wütend bin auf meinen Theo und er mir Szenen macht, weil ich mit Leo, wenn er dann Dürne schreit und wer weiß was spricht, wenn er mich gar bespeit, weil er so nass spricht, dann brüll ich nicht, dann zank ich nicht, dann schrei ich nicht, dann schelt ich nicht, dann bin ich liebenswürdig, 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 liebenswürdig. Ich hab Kultur und ich sage nur, ach, lehne deine Wange doch mal an meine Wange. In einem Programm vereint alles, was im Kabarett Rang und Namen hat. Hauskomponist ist Werner Richard Heimann. Die kurzweilige wilde Bühne überrundet das Größenwahn. Wilhelm Bendo tritt zum ersten Mal als tätowierte Dame auf. Mit tiefer Stimme schleudert Kurt Gerron ins Publikum: Kokain gefällig? Margot Lyon, eingewickelt in schwarzem Tüll mit schwarz geschminkten Lippen, singt Chansons, die ihr Marcellus Schiffer schreibt. Die Inflation schreitet voran. Direktorin Hesterberg führt die Sitzplatzwährung ein. Jeder Mitwirkende bekommt die Einnahmen von ein oder zwei Plätzen. Auch halbe Plätze und ein warmes Abendbrot nimmt man gern. Nur Joachim Ringelnatz drängt darauf, dass er seine Gage in Form von Schnaps bekommt, den ihm die Chefin nach jedem Gedicht einschenken muss. Wenn das nicht klappt, zertrümmert er auch mal zur Gaudi des Publikums einen Tisch. Im Park, ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum, still und verklärt wie im Traum. Und das war des Nachts 11:02 Uhr. Und dann ging ich um 4 Uhr morgens wieder vorbei und da träumte noch immer das Tier. Und da schlich ich mich leise, ich atmete kaum, gegen den Wind an dem Baum und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips und da war es aus Gips. Mein Herr, mein Herr, das ist die moderne Kultur. Margot Lyon verkörpert die Exzentrische im Typenkabarett der Zeit. Sie gehört zum Stamm der wilden Bühne. Aber auch noch völlig unbekannten Talenten gibt die Hesterberg eine Chance. Da kam doch einmal der Mehring mit einem Mann an, der hieß Bert Brecht. War so ein ganz schmaler, dünner, bleicher Jüngling mit einer spitzen Nase und so langen Händen, die guckten ihm aus dem Jackett raus. Na, sagte ich zu Mehring, was macht denn der? Sagt der Mehring, der singt eigene Lieder zur Laute. Ach du lieber Gott. Nee, meinte der Brecht, das hat mit dem lieben Gott gar nichts zu tun. Da sagte ich, ja, ja. Sie sehen auch mehr aus, als ob Sie mit dem Teufel was zu tun hätten. Na, sagte der Brecht, was ist denn das für ein Unterschied? Der 24-jährige Brecht trägt die Legende vom toten Soldaten vor. Sein Antikriegssong wird ausgebuht. Das Thema Kriegsschuld löst Kontroversen aus. Viele sehen verklärt auf die Kaiserzeit zurück. In der Weimarer Republik gehen die sozialen und politischen Spannungen einher mit großer Not. Das politische Klima ist radikal aufgeheizt. Reichsaußenminister Rathenau fällt im Juni 1922 dem 354. politischen Mord zum Opfer. Die Rechten werfen Reichspräsident Friedrich Ebert vor, dass er die Revolution ermöglichte. Die Linken, dass er sie verhindert hat. Tucholskys Anmerkung. Eine Republik wider Willen. Deutsch ist Deutsch. Da helfen keine Pillen. Die Inflation erreicht ihren Höhepunkt.
Am Morgen ist die Abendgage nur noch Makulatur. Erst die Einführung der Rentenmark stoppt die Geldentwertung. Am Kurfürstendamm hat Rudolf Nelson seit 1914 sein eigenes Theater. Er setzt auf die kabarettistische Kleinkunstrevue und laviert sich so durch die Pleiten der Zeit. Die Hochzeit des politischen Kabaretts ist vorbei und der Altmeister liegt plötzlich wieder voll im Trend. Frische Musik, flotte Girls, frivole Schlager. Nelson bleibt seinem Rezept treu. Sehr schnell einen der bedeutendsten Kabarettautoren kennen. Das war Kurt Tucholsky. Politisch war er sehr stark eingestellt und eines Tages habe ich dann ihn gebeten, er möchte für mich doch auch eine Revue schreiben und machte ihn gleich darauf aufmerksam, unter Revue verstehe ich keine Plattform, so ein Tribunal, wo man politische Dinge von sich gibt. Und Theobald Tiger reimt genüsslich kitschig: Zieh doch dein Dirndl an vom Tegernsee, dass ich dich küssen kann im grünen Klee. Zieh doch dein Dirndl an vom Tegernsee, dass ich dich küssen kann im grünen Klee. Seine Zeitkritik schreibt Tucholsky in der Weltbühne. Die Kabarettzeiten sind gerade nicht so. Auch Rosa Valetti verdingt sich bei Nelson. Und zwischen den Girl-Nummern treten Friedrich Holländer und Blandine Ebinger auf. In jedem Programm gibt es auch satirische Sketche. Nelson mixt Erotik, Kessheit und Sentiment mit einem Schuss literarischem Kabarett. ...1925 stirbt Friedrich Ebert. Um das höchste Amt im Staat beginnt eine Wahlkampfschlacht. Wilhelm Bendos Glosse zur Wahl. Die Minister haben alle ihre Chauffeure entlassen. Die werden jetzt alle selber Autos fahren. Ja, aber die meisten Minister haben die Fahrprüfung nicht bestanden. Die Fahrlehrer haben ihnen gesagt, meine Herren, so geht das nicht. Mal fahren Sie links, mal fahren Sie rechts. Sie wissen ja gar nicht, wo es lang geht. Sie sollten eben alle in der Mitte bleiben. Im Zentrum, meinen Sie ja. Da müssen Sie schwarz fahren, mit einem ganz kleinen roten Licht hinten. Nee, von Politik verstehe ich nichts und rede auch nicht gern davon. Allerdings reden bei uns die meisten davon und verstehen auch nicht. Paul von Hindenburg ist das neue Staatsoberhaupt. 40 Jahre lang hat der Generalfeldmarschall dem Kaiser gedient. In den unsicheren Zeiten gilt der konservative Kriegsheld den Wählern als charismatische Führungsfigur. ...1925 ist auch die Geburtsstunde des Reichsrundfunks. Kabarett im Dampfradio. Trude Hesterberg ist von Anfang an dabei. Er hieß wohl Gustav, der Verstoppte. Die Soldaten, ja die Taten, für den Herrschen alles ganz umsonst. Und sie trugen bunte Fahnen und Gewehre, aber vorneweg marschiert vom ganzen Heere. Eine Trommel, eine Trommel, eine Trommel, Radibimmel, Radibammel, Radibommel. Mit dem öffentlichen Forum schleicht sich die Zensur ein. Rundfunkpionier Alfred Braun plaudert Geheimnisse aus. In dem Chanson gab es eine Anstößigkeit, die nicht passieren durfte, im Gedanken an unsere Aufsichtsbehörde und überhaupt an unser großes Familienpublikum. Mir fiel eine Ersatzvokabel ein, aber Trude war konsequent. Entweder ihr Originaltext oder überhaupt nicht. Was war zu tun im letzten Augenblick? Wir kamen auf einen technischen Gedanken. An der Hinterwand des Marmorblocks des Mikrofons waren die Zuleitungsdrähte festgeklemmt, so in einer offenen U-förmigen Klammer, einem Klemmschuh, und der war festgeschraubt. Es sterben auch die Trommel rund im Arsenal.
im Gehäuse die Mäuse, die für das alte Leben kommen. Niemals hat ein Hörer des Rundfunks das anstößige Wort zu hören gekriegt. Und Trudel bildete sich ein, sie hätte einen großen Sieg erfochten für die absolute Freiheit eines sogenannten Kunstwerks. Das sogenannte Kunstwerk stammte von Kurt Tucholsky. Die anstößige Stelle war: Es sterben auch mal Generale. Tucholsky hat schon 1924 Berlin den Rücken gekehrt. Er ist Korrespondent der Weltbühne in Paris. In Deutschland ist die Reaktion im Aufwind. Die Anklage, dass Deutschland schuld sei an diesem größten aller Kriege, weist das deutsche Volk in allen seinen Schichten eindeutig zurück. Geld ist knapp in den goldenen 20ern. Mit amerikanischen Darlehen wird die Produktion angekurbelt. Vom Wirtschaftsboom spüren nur wenige etwas, doch man arrangiert sich mit der neuen Zeit. Die Linden lang, Galopp, Galopp, zu Fuß, zu Pferd, zu zweit. Mit der Uhr in der Hand, mit dem Hut auf dem Kopf, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Man knutscht, man küsst, man boxt, man ringt, im Pneu zerplatzt, die Taxe springt, auf einmal kracht es nieder. Und wer in Hallen See geschwobt, geschwitzt, steht ihm die Nase lob. Der fährt immer mal wieder mit der Hand über den Alexanderplatz. Neuköllner und Kaschube, von Nepp zu Nepp ein Riesensatz. Rinne die gute Stube, mach Kasse, Mensch, die Großstadt schreit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Hier kläfft's, hurra, hier äppt der Mob, das Gift und Galle schweißt. Revolver in der Hand, im Helm auf dem Kopf, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Gedrillt, geknufft, geschleift, gehängt. Minister sein, geschenkt, geschenkt, von hinten brüllen sie nieder. Und wer sich eine Oase grub und zukiegt, wie der Hase lobt, ach Mensch du, der fährt immer mal wieder mit der Hand über den Alexanderplatz. Und Trumpf ist Gassenbube, von links nach rechts ein einziger Satz, rinn in die gute Stube. In Paris feiert eine exotische Tanzschönheit Triumphe. Fast nackt, nur mit einem Lendenschurz bekleidet, tanzt sie zu Rhythmen der schwarzen Musik. Rudolf Nelson holt Josephine Baker nach Berlin. Das kleine, gemütliche Theater mit den Rängen ist wochenlang ausverkauft. Die schwarze Venus im Bananenbikini ist die Sensation. Mit Josephine Baker kommt der Charleston nach Deutschland. Wer rotes Kabarett macht, schreibt rote Zahlen. Als letzte gibt Rosa Valetti auf. Ihr Kabarett Rakete kaufen Paul Robitschek und Paul Morgan. Ich heiße Paul Morgan. Ich möchte bloß mitteilen, dass ich in diesem Film die Hauptrolle spiele. Ich kann Ihnen nur sagen, meine Damen und Herren, Sie werden an mir Ihre Freude erleben. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Operettenbuffo Max Hansen singt nicht nur im Kabarett der Komiker, er ist auch einer der Chefs. Herr Assessor Stein hat ein Brüderlein, das von ihm behütet wurde, treu und mütterlich. Einmal war verliebt und total betrübt, Herrn Assessors Brüderlein, und weinte bitterlich. Mit Glanz und Glamour versuchen die Theaterdirektoren, den Bankrott abzuwenden. Girls, Girls, Girls lautet die Devise. Revuen und Ausstattungsstücke treffen den Publikumsgeschmack. Die zeitkritischen Dichter bleiben wieder unter sich. Mit dem Siegeszug der Revuen geht vielen Kabaretts die Luft aus. Ein Autor reimt mit Galgenhumor. Man hört ein Echo von jeder Seite. Pleite. Neben Trapezkünstlern und Schlagersängern treten namhafte Kabarettisten im Varieté auf. Otto Reuter mit seiner Ein-Mann-Show im Wintergarten. Was sind die Sorgen der Republik? Im ersten Stocke saß voller Kummer mit bleichem Antlitz ein Millionär. Das Elend Deutschland raubt ihm den Schlummer und die Familie denkt grad wie er. Die Söhne, Töchter, die Frau Luise, nur noch die Wiese,
Wiesen ist die Devise. Ja, selbst der Enkel kriegt zum Pläsierchen vom Großpapachen ein kleines Papierchen. Nun säuft das Knäblein, das kaum geboren, ach, wenn doch morgen der Dollar stieg. Wenn jetzt die Mark steigt, bin ich verloren. Das sind die Sorgen der Republik. In den Cafés an der Gedächtniskirche trägt Erich Weinert seine Verse vor. Gelegentlich auch der Journalist Erich Kästner. Und Erich Mühsam ist wieder da. Das Dichterkabarett lebt hier weiter, nur leben kann davon keiner. Das neue Zeitalter bekommt sein Wahrzeichen, den Funkturm. Die Zahl der Hörer wächst rasant. Wer die Medien auf seiner Seite hat, der erreicht auch sein Publikum. Achtung, Achtung, hier ist Berlin. Die Revue Von Mund zu Mund wird ein Premierenflop. Doch dann überträgt Alfred Braun sie im Rundfunk. Und die Revue mit Marlene Dietrich und Claire Waldoff wird ein Kassenschlager. Überall wieder das Weib auf dem Thron. Von den Amazonen bis zu Berlin raus ein Ruf wie Journal daher. Was die Männer können, können wir schon lange. Und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit Männern aus dem Reichstag. Und raus mit Männern aus dem Landtag. Und raus mit Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Dasein. Und raus mit Männern aus dem Hiersein. Und raus mit Männern aus dem Dortsein. Die müssten längst schon fort sein. Raus mit Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau. Da kommt einer, der will mit Macht rein in den Reichstag. Noch nimmt die Nazis keiner ernst. Die Sozialdemokraten sehen in den Kommunisten ihren Hauptfeind. Das Nahziel der Kommunisten ist der Sturz der SPD-Regierung. Erich Weinert, der Chefsatiriker der KPD, spricht seine Verse auf Massenkundgebungen. Er gehört zu den wenigen, die vor den Nazis warnen, als andere sie nur belächeln. ...1927 eröffnet Erwin Piscator, genialer Regisseur und bekennender Kommunist, im Theater am Nollendorfplatz seine Volksbühne. Piscator will Kabarett, Revue und Theater zum politischen Dokumentarspiel vereinen. Mit Ernst Tollers Stück »Hoppla, wir leben« wird die Bühne eröffnet. Es sind wieder dieselben Gesichter. Es ist wieder ganz wie vor dem Krieg, vor dem nächsten eben. Im Charleston liegt die Schlachtmusik. Hoppla, die leben! Wann rechnen wir mit ihnen ab? Nur ein paar Monate später hat am Schiffbauer Damm die Drei-Groschen-Oper Premiere. Für Bertolt Brecht wird es 1928 der Durchbruch. Was auf dem Brettl schon lange schick ist, das Spiel um Prostitution und Kleinkriminalität, münzt Brecht zur Moralkritik um. Mit der Form des epischen Theaters reißt er die Schranken zwischen Kabarett und Theater ein. Die Songs mit der Musik von Kurt Weill werden auf Anhieb populär. Kabarettberühmtheiten in den Hauptrollen verhelfen dem Stück zum raschen Welterfolg. Die kurze Zeit des Wirtschaftsbooms ist vorbei. Die Wunderkinder der Weltwirtschaftskrise sind die Comedian Harmonists. Veronika, der Spargel. Die fröhlichen Lieder, mit einem Augenzwinkern vorgetragen, treffen den Geschmack des kleinen Mannes, der schon wieder um seine Ersparnisse bangen muss. Andere öffnen sich ernüchtert einer radikalen, politisch engagierten Kunst. Rosa Valetti hat mit scharfer Zeitsatire in ihrem neu gegründeten Kabarett Larifari Erfolg. Vor allem Ernst Busch sorgt im Larifari mit seinen linken Gesängen für neuen Wind. Als einziger Kabarettist wird er Volkssänger großen Stils. Sechser in der Tasche,
bloßen Stempelschein. Durch die Löcher der Kletage kiekte Sonne rein. Mensch, so stehst du vor der Umwelt, endlich ohne was, wenn dein Leichnam plötzlich umfällt, wird kein Augenass. Keine Molle schmeißt der Olle, wenn er dir so sieht. Ja, die Lage sieht sehr blau aus, bestenfalls im Leichenschauhaus hast du noch Kredit. Stellst du dir zum Stempel an, wird das Elend nicht behoben. Wer hat dir, du armer Mann, abgebaut, so hoch da droben? Die kommerziell erfolgreiche Kabarettrevue lebt von der Gesellschaft, die sie persifliert. Das Berliner Tageblatt über die Revue, es liegt in der Luft. Warum ist eine Revue so schal und glatt? Weil man im Warenhaus um Gottes Willen neutral sein will, auf das kein Kunde weggehe. Trotzdem, das Duett von Marlene Dietrich und Margot Lyon wird ein Evergreen. Und der Typ Vamp ist geboren. Die unbekannte Marlene Dietrich wird zu Probeaufnahmen für den Blauen Engel eingeladen. You're the cream of my coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity, I'm lost without you. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. You will always be my necessity. Soll Musik sein, ja? Nochmal. Himmelhagel! Das geht doch so nicht, verstehst das nicht? Die ist auch ein Genie verloren gegangen. Dir wollte ich wieder den ollen Quatsch singen, nicht? Den kannst du. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Mit dem ollen Quatsch von Holländer wird Marlene Dietrich weltberühmt. Er ist Texter und Komponist der Filmsongs. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Nach der Berliner Premiere geht Marlene Dietrich nach Hollywood. 1930 sind 4,5 Millionen arbeitslos. Die Wirtschaft meldet nichts Neues. Mitten in die Krise stolpert ein schüchterner junger Mann, Werner Fink. Seine Katakombe ist ein Geheimtipp. Also bitte, das Lachen ging eben auf Ihre Verantwortung. Ja, naja, man kann ja alles sagen, was man denkt. Man muss nur das richtige denken. Fink lässt kein Bonmot aus. Seine unverkrampfte Angriffskunst ist plötzlich Mode. Weil wir keine Routine hatten, das fiel auf. Nicht? Das war alles so routiniert und die waren im Smoking und Frack und so aufgebaut. Und wir waren so ganz natürlich leger, zurück zu Rousseau und fertig. Nicht? Und dann haben wir wahrscheinlich, waren wir auch begabt, kam ja auch noch mit dazu, nicht? Wahrscheinlich. Wenn alle Brünnlein fließen, dann muss man trinken, Wallera. Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, tu ich ihm winken. Werner Fink macht in der Katakombe Parodien und Glossen auf leise Weise. Politisches Kabarett im Plauderton. Erich Kästner greift frontal an. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Dort reißt die Freiheit nicht, dort bleibt sie grün. Was man auch baut, es werden stets
Kasernen. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen. Mit 107 Sitzen ziehen die Nazis 1930 in den Reichstag ein. Nach der SPD sind sie zweitstärkste Partei. Proleten, Nachbarn, beten schon im Ring. Der Möbelträger fragt, der diskutiert. Das Kabarett geht auf die Straße. Das rote Sprachrohr, roter Rummel oder Kolonne links. Linke Agitprop-Gruppen machen mobil gegen rechts. Ich kenne keine Deutschen mehr, ich kenne nur noch Parteien, heißt es in der Kabarettrevue Quick. Wenn Friedrich Holländer und Marcellus Schiffer Zeitsatire bringen, dann mit geschliffenen Texten und eingängigen Melodien. Die gute Laune wird durch die Hiebe gegen die Nazis nicht verdorben. Der kleine Friedrich, wie Holländer genannt wird, hat es weit gebracht. Jetzt will er sein eigenes Kabarett haben. Er kauft sich im Theater des Westens ein und lässt das berühmte Parsifalzimmer umbauen. In seinem Tingeltangel führt er Revuetten auf. Seine geschiedene Frau Blandine singt, die Schweizer Zwillinge Trudi und Hedi Schob tanzen. Böse Zungen sagen, Holländer sei mit beiden verlobt. Im Mai 1932 heiratet er Hedi. Die Deutschlandtournee des Tingeltangel ist ihre Hochzeitsreise. Die braunen Aufmärsche gehören schon zum Alltag. Mit dem Mut des Verzweifelten ruft Holländer auf, das Kabarett zum Schlachtfeld zu machen und die Waffe des Wortes gegen die Nazis zu wenden. Im Dezember 1932 hat höchste Eisenbahn Premiere. Da hat die Zeit Holländer schon überrollt. Ist das richtig, dass der Zug verkehrt? Ich bin doch schließlich in den Pazifik gestiegen. Wie kommt's, dass er nach Mazedonien fährt? Und man darf nicht mal auf den Boden spucken. Und man kann sich nicht mal aus dem Fenster beugen. Ja, man darf nicht mal aussteigen, bevor der Zug hält. Der Führer hat gesagt, er lebt noch lange und er wird älter als der Hindenburg. Er kommt noch dran, da ist ihm gar nicht bange und drum pressiert's ihm gar nicht und dadurch ist es ein langer Weg zum Dritten Reiche. Es ist unglaublich, wie sich das zieht. Es ist ein hoher Baum, die deutsche Eiche, von der aus man den Silberstreifen sieht.